Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video stelle ich mal 4 AFK-Farmen vor, wo ihr euch einfach nur hinstellen müsst und diese Farmen tun dann einfach automatisch für euch Orts generieren. Vorab muss man natürlich sagen, es geht hier um die ganzen Anbauprodukte, logischerweise. Was anderes AFK machen ist ja auch relativ schwierig. Außer den vergifteten Kartoffeln, die jetzt 10 Orbs bringen, bringt der Rest alles nur 2 Orbs und bei Preisverfall sogar nur noch 1 Orb. Bedeutet, ihr könnt zwar damit gut Orbs AFK generieren, aber ihr werdet nicht die reichsten Orb-Händler dadurch. Wer jetzt aber sagt, ja, ich stehe sowieso manchmal einfach nur rum, wenn ich dann nebenbei noch ein paar Orbs dazu gewinne, ist das perfekt für mich. Ich habe jetzt mal 4 Farmen aufgebaut, wo ich sage, die würde ich benutzen. Sowas wie zum Beispiel eine Rankenfarm habe ich jetzt nicht gebaut, weil da kannst du dich nicht einfach hinstellen und der generiert Ranken für dich. Die muss man selbst dann scheren und sowas ist dann für mich nicht mehr eine AFK-Farm. Fangen wir ganz einfach bei der ersten an. Eine typische Kaktusfarm, sollte jeder kennen, ist eigentlich recht simpel gebaut. Wir brauchen hier am besten noch so ein, ich habe hier immer noch so einen Glaskasten aus Funktion oder Schutz vor Spielern, die das zum Beispiel dann abgreifen wollen. Oder hier halt auch eben, ja, zum Bestaunen. Ich habe jetzt hier mal so ein typisches immer auf einem Einerblatt gemacht. Dort tun wir natürlich hier alles außenrum mit Wasser füllen. Haben hier immer einen Block. Ich habe hier zum Beispiel Seelaternen genommen, damit es Licht bringt und der Sand darüber nicht runterfällt. Und da drauf dann eben den Kaktus. Hier in den Reihen habe ich immer Zaun hingeplaced, damit falls jetzt hier ein Kaktus wächst, wird der automatisch wieder zerstört, da der ja nicht neben anderen Blöcken spawnen kann. Beziehungsweise spawnt schon, aber bleibt nicht stehen und fällt dann eben drunter. Das Ganze habe ich jetzt hier mit 2 Stufen gemacht. Mehr habe ich noch nicht. Man kann das natürlich bis in den Himmel eben komplett hier eben hoch machen. Aber okay, hier bleiben natürlich jetzt manche Dinge liegen. Aber ihr seht schon, wenn hier eben wieder was runterfällt, dann stackt sich das. Und mit der Zeit wird das eben hier unten alles in die Trichter gesaugt. Das Ganze habe ich jetzt hier mal unter der Erde mit ein paar Kisten schon verbunden. Das geht dann immer hier weiter runter und dann können wir uns einfach diese Kakteen rausnehmen. Dann gehen wir zum Orbhändler und geben den ganzen Spaß dann ab. 4000 Orbs pro Inventar ist, denke ich mal, nicht schlecht. Und so mehr ihr Truhen habt, umso länger könnt ihr das natürlich am Laufen lassen. Und so länger ihr AFK steht, umso mehr Kakteen bekommt ihr eben. Das wäre auch schon Farm Nummer 1. Ist ziemlich simpel. Jetzt kommen wir zur nächsten Farm. Da geht es auch schon ans Redstone. Und zwar kommen wir zur Melonenfarm. Da muss man klar sagen, tut die Sounds ausmachen, wenn ihr direkt daneben steht, weil ihr hört schon die ganzen Kolben, die hier eben immer hin und her machen. Wenn man das im Hintergrund hört, ist natürlich nicht so geil. Für die Leute, die sich jetzt mit Redstone nicht unbedingt auskennen, erkläre ich das Ganze hier einmal. Und zwar habe ich jetzt wie immer diesen Glaskasten. Der dient hier aber auch zu einer bestimmten Funktion. Und zwar sollen die Melonen, die eben dort dann im Spawn und hier abgebaut werden durch die Kolben, sollen ja eben in die Trichter gehen, damit die eben nach und nach zu den Kisten geführt werden. Und eben nicht daneben fallen. Dazu dient nämlich umso besser das Glas, auch zur Schutz oder zur Sicht. Ich mache jetzt mal den Ton aus, sonst geht das hier ziemlich auf die Nerven. Die Farm ist auch relativ einfach gebaut. Wir brauchen hier einfach nur eine Schicht, ja, von Gras bzw. von Erde reicht auch. Die ziehen wir hier einfach mal durch und pflanzen alle 2 Blöcke eben so ein Setzling, so ein Melonsetzling. Davor kommen eben die ganzen Trichter, die zu einer Truhe führen. Und jeweils immer hinter den Setzling kommt eben so ein Glowstone-Block eben für das Lichtlevel und in die freien Felder, wo dann eben die Melonen wachsen, kommen dann eben die Kolben hin. Darüber tun wir eben eine, ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal Steinziegel genommen und jeweils über die Kolben kommt dann eben so eine Redstone-Fackel. Das Ganze können wir uns von hinten hier auch einmal ansehen, denn über diese Redstone-Fackeln, zum Beispiel hier hinter der, ist ja eine Redstone-Fackel und hier drauf muss jeweils immer ein Redstone, so dass die Kolben immer an- und ausgehen. Und
Das ist auch schon der ganze Spuk. So schwer ist das auch nicht. Ich habe hier oben alles offen. Bedeutet, wenn ihr auf City Build 4 mal Fly an ist, könnt ihr hier auch einfach mal rüberfliegen, falls auch irgendwas unklar sein sollte. Die Blöcke hier unten braucht ihr ja eigentlich nicht. Habe ich hier oben auch nicht gesetzt. Die habe ich jetzt hier einfach nur mal zur Deko gemacht. Ich habe das Ganze auch so gemacht. Hier unten wird das alles in Trichter gegeben mit 64er Stacks. Und dann habe ich hier eine Mehrfachverbindung gesetzt und das Ganze hier eben zu diesen Truhen. Bedeutet, alles, was unten in den Trichtern landet, wird automatisch in diese Truhen hier eben geflossen. Exakt 1:1 diese Farm habe ich hier nochmal, aber mit Kürbissen. Bedeutet, ihr könnt das ganze Spektakel hier nochmal 1:1 selbst nochmal hinbauen, aber eben mit Kürbissen. Und hier ist der große Vorteil, nicht wie bei Melonen, dort müsst ihr nämlich die Blöcke abgeben. Bedeutet, ihr müsst den ganzen Spaß erstmal umcraften und dann abgeben. Bei den Kürbissen ist das Ganze eben nicht so. Die Kürbisse werden hier einfach gedroppt. Die könnt ihr dann eben hier rausnehmen. Bei den Kürbissen ist natürlich so, die werden nicht so oft gedroppt wie Melonen. Bedeutet, ihr bekommt von Melonen viel, viel mehr als von Kürbissen. Bei Kürbissen habt ihr dann aber auch hinterher keinen Aufwand. Bedeutet, ihr nehmt euch die Kürbisse, schafft sie hier hin und bekommt genauso 4000 für ein Inventar. Bei den Melonen müsst ihr das eben erstmal umcraften. Das ist nämlich ein Nachteil. Für die Leute, die das trotzdem nicht stört, könnt ihr natürlich bauen. Ansonsten würde ich euch empfehlen, eben diese Kürbisse bzw. diese Farm noch weiter in die Höhe zu bauen. Man kann das natürlich hier nochmal dahinter nochmal bauen, aber mit einem halt kleineren Radius. Aber ansonsten würde ich auch eher die Kürbisfarm empfehlen. Und zuletzt haben wir hier die Zuckerrohrfarm. Die hat auch nochmal eine etwas andere Redstone-Technik. Wie immer, ist eigentlich überall gleich, haben wir hier ganz vorne die Trichterstraße, wo es eben dann hin zu der Truhe geht. Hier daneben oder dahinter haben wir hier ganz normal den Sand mit dem Zuckerrohr drauf. Dahinter muss Wasser sein, damit das Ganze natürlich auch wächst bzw. angebaut werden kann. Da haben wir eben nochmal, damit das Wasser nicht irgendwo hinfließt, nochmal eine Steinzügel habe ich jetzt gemacht. Könnt ihr natürlich mit sonst irgendeinem anderen Block nehmen. Ich habe jetzt hier zwar Glowstone genommen, tatsächlich braucht man aber keinen Glowstone dafür, so wie ich das mitbekommen habe, aber fürs Lichtlevel ist es unrelevant, aber ich habe es jetzt trotzdem mal zur Deko gemacht, weil es jetzt dunkel ist, auch wenn man es per Comet wieder Tag machen kann, aber nur so nebenbei, das Glowstone ist jetzt kein Muss. Darüber habe ich hier klebrige Kolben, nicht wie drüben, ganz wichtig, dort braucht ihr nämlich nur normale Kolben, hier brauchen wir klebrige Kolben und davor habe ich einfach eine Steinreihe gesetzt und so sieht das dahinter aus. Das hier hinter der Straße, hinter den Steinziegeln, fließt das Wasser. Und hier geht eben so eine Redstone-Straße nochmal durch. Hier nochmal einmal nach unten und dort eben eine Redstone-Fackel. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch nochmal. Dann mit einem Stein und dann wieder eine Redstone-Fackel, damit das Ganze wieder automatisch nach vorne zieht und wieder zurück. Wie beim anderen, nur ist das hier etwas anders gebaut. Und hier hinten haben wir eben nochmal zwei Verstärker und hier so ein Komparator. Damit der Ganze immer nach und nach mal an, mal ausgeht wieder, haben wir hier so eine Trichterstraße. Bedeutet, die führt, beziehungsweise dieser Trichter, hier muss, hier tut auch irgendwo, habe ich ein Zuckerrohr reingelegt. Hier ist zum Beispiel das Zuckerrohr. Das geht nämlich jetzt durch die Trichter. Und wenn das Zuckerrohr oder das Item, was ihr eben reingelegt habt, hier in diesen Trichter geht, dann wird das einmal bepowert, dann geht die Kolben eben vor und wieder zurück und dann geht das hier wieder seine Runde immer im Kreis, so dass das immer hier automatisch bepowert wird. Das Ganze habe ich wieder per Mehrfachverbinder eben mit den Trichtern hier. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Hier habe ich eben direkt gleich die Trichter unter die Truhen gemacht und dann per Mehrfachverbinder lasse ich das einfach in die Truhen hier laufen. Beim Zuckerrohr, das könnt ihr natürlich auch einmal so abgeben, da braucht ihr nichts mehr umcraften. Ansonsten ist das jetzt auch keine so besonders schwere Redstone-Konstruktion. Falls ihr euch noch hier irgendwie was anschauen wollt, wenn irgendwas unklar ist, auf CB4 bei meinem ersten Plot, das ist hier eben hier vorne, dreht ihr euch einmal um und hier sind auch schon die ganzen Farben. Da könnt ihr euch eben nochmal umsehen, falls irgendwas hier unverständlich sein sollte. Aber so könnt ihr euch hier einfach hinstellen, nichts machen und Orbs generieren. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung aufs Video da und abonniert auf jeden Fall den Kanal. Jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.